Ja, Tim Krupp und Tussen und Acht Langer Wehe. Man haben uns jetzt mal getroffen vor einem Jahr ungefähr. Ne? Schon eine Zeit lang her, ne? Da muss ich erst mal dran gewöhnen, wieder auf dem Sportplatz zu stehen und dementsprechend mit der Rede Antwort dem Journalisten zu sein. Wie fühlt man sich denn jetzt nach der langen Pause? Ja, wir sind einfach froh, dass wir losgehen. Ganz ehrlich. Also auch heute, erstes Pflichtspiel. Erfolgreich absolviert, aber Hauptsache endlich wieder auf Platz, Fußball spielen. Und die Emotionen, so das fehlte schon, das muss man ehrlich sagen. Und merkt man den Jungs auch an. Wir haben Spaß und deshalb schön wieder Platz zu spielen. So ein Spiel wie heute, zweite Runde Kreispokal, ist ja ein besseres Trainingsspiel wahrscheinlich gewesen. Ne? Am Ende, man hat es ja durch schwer gesagt, erste Halbzeit 40 Minuten, haben wir sich ja schon ein bisschen gebissen. Man hat sich ja festgebissen in der Hälfte von Maria Mahler. Dann gehen ja die beiden zum Schluss in der Halbzeit. Da kann man ja als Trainer eigentlich nicht zufrieden sein in die Kabine. Mit den ersten 5 Minuten. Aber hat es an der Mannschaft gelegen? Das war ja nicht die Top-Mannschaft, die man jetzt in der Bezirksliga sieht. Es fehlen ja einige Akteure. Ja, es fehlen einige Akteure, aber alle, die auf dem Platz stehen heute, standen, die wollen auch nächste Woche spielen. Das heißt, ich muss von denen erwarten, dass wir gewinnen. Und auch deutlich gewinnen, das haben wir jetzt letztendlich auch getan. Und uns war klar, dass es so passiert. Wir waren durch letztes Jahr extrem darauf vorbereitet und ich wusste, wir gehen hier nicht mit einem hohen Ergebnis in die Halbzeit. Mit dem 2-0 war okay. Und ich wusste, im Normalfall, zweite Halbzeit können wir es gut zu Ende spielen. Da kriegen wir natürlich schon Standard. Und der Gegner fängt an zu hoffen. Ne? Und das ist natürlich, wenn der Gegner hofft, ist nochmal gefährlich. Aber im Endeffekt, komm, wir haben es gut gespielt. War eine Runde weiter und fertig. Ja, der Neuzugang, dreifacher Torschütze auf uns hier. Den hatten wir ja letztes Jahr schon. Ne? Ja. Den haben wir nicht jetzt geholt, den hatten wir letztes Jahr schon. Und aber letztes Jahr war der noch nicht so, sag ich mal, auf Papier zu sehen. Ja, aber der hat viel gespielt, Conny, und der hat auch viele Tore gemacht. Also, und das macht er auch jetzt wieder. Ne? Conny weiß, wo die Bude steht und dafür haben wir ihn geholt damals. Und wie sieht denn die Mannschaft aus in der Bezirksliga? Man hat sich wirklich gut verstärkt, mehr als gut verstärkt. Hat man also andere Ziele wie in der letzten Saison? Man muss ja auch andere Ziele haben, jetzt in Langer Wehe. Ja klar, also, wir wollen auch mitspielen. Wofür es nachher reicht, müssen wir gucken. Aber wir wollen jedes Spiel gewinnen, das sage ich immer wieder. Und der Kader hat Qualität, der Kader hat richtig Qualität. Und die muss man natürlich auch alle auf den Platz bringen, die ganze Stärke. Und dann gucken wir mal, wo wir landen. Aber ich will mir hier keinen auf den Verein, wir wollen uns jetzt keinen Druck machen, keinen Stress. Aber ja klar, der Anspruch ist da, absolut. Sonntag in 8 Tagen geht es los in der Meisterschaft zu Hause in der Autotaler Rheinland Arena in der super tollen Anlage. Ich glaube, Kerpen kommt als Auftakt. Kerpen kennt man ja auch schon von den letzten Jahren so ein bisschen. Hat man sich schon als Trainer jetzt, sag ich mal, mit dem Gegner beschäftigt oder kann man sich schon gar nicht mit dem Gegner beschäftigen? Also ich ehrlich gesagt noch nicht. Einfach weil wir heute ein Spiel hatten. Wir haben die ganze Zeit gespielt, Testspiele. Wir spielen nächste Woche jetzt. Und danach werde ich mich auf Kerpen vorbereiten, weil wir haben nächste Woche mit dem Pokal ein Pflichtspiel. Und deshalb gucken wir danach auf Kerpen. Aber gut, zu Hause, erste Heimspiel, da muss natürlich was abgehen. Ne? Wenn man jetzt die Vorbereitungszeit mal addiert mit den Spielen, sind denn alle Facetten schon auf die 100% oder sind da noch einige Facetten, die man, sag ich mal, neu setzen muss im Spiel? Na gut, sag mal, nach so einer langen Pause kannst du jetzt gar nicht 100% sein, ne? Aber die Testspiele zeigen uns eigentlich, dass wir auf einem guten Niveau sind. Also wir haben jetzt kein Spiel bisher verloren im Test und das waren alles gute Gegner. Und deshalb würde ich sagen, wir sind auf einem guten Weg, aber bei weitem noch nicht bei 100. Ne? Das merkt man ja einfach auch. Die Spieler sind anfälliger nach so einer Pause, du hast immer mal Verletzte. Aber ich habe eben, oder wir haben so einen guten Kader, dass wir es auffangen können. Ne? Nur wenn wir wie heute mit 10 Ausfällen klarkommen muss, das ist in der Saison natürlich hart. Deshalb hoffen wir mal, dass bis nächste Woche viele wieder da sind. Und dann kann man schon gut hin. Ja, da sind wir gespannt. Nächste Woche geht's los. Vor großer Kulisse wahrscheinlich. Man ist hungrig in Langer Wehe. Man hört es immer wieder. Und der Trainer ist natürlich gefordert. Ja. Aber bin ich ja gewohnt. Von daher machen wir das schon. Vielen Dank, alles Gute. Danke auch.